Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Samba! Gentlemen, start your engines, please. Ui, ui, ui. Was ist denn da los? Zum großen Preis von Brasilien. Mit mir dabei der Jockel. Your race is starting now. Und der Walbo. Hallöchen. Ja, ihr seht's nicht schlecht. Nein, wir haben die Enrique auf eine andere Strategie geschickt. Die fährt nämlich auf Trocken los. Als einzige. Die schimpft schon furchtbar übers Teamradio. Was zur Hölle macht ihr mit mir? Ja, das wird jetzt zensiert. Was wir alles mit ihr machen. Ihr habt mir die falschen Gummis untergelegt. Aber es soll nämlich kurzzeitig aufhören zu regnen. Und wenn der Safety Car rauskommt, dann könnte sich das ganz gut rechnen für die Lara. Ja, wenn's rauskommt. Das ist eine vage These, aber gucken wir mal. Gucken wir mal. Wen zerfetzt denn? Okay. Ich sag Frieda Fischer. Die Frieda hat gezimmert. Gerissen. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Wir sind Teammeister. Wir haben letztes Rennen noch die Teammeisterschaft fixiert. Ja, ja. Australien haben wir das geholt. Wie vorhergesagt. Wie vorhergesagt. Unser Vorhersage-Jockel. Ja. Ja. Ja, und von dem her haben wir gesagt, gehen wir einfach mal ein Risiko ein. Wir sind zwar noch nicht fix. Halt die Fresse. Wir sind zwar noch nicht fix. Fahrermeister. Aber zumindest mal Teammeister. Ja, haben 14 Punkte Vorsprung auf den Typen hier. Ein Reporter fragt ein Teammitglied von Dragon. Ja, wie ist denn das Standing von Enrique Lara im Team? Enrique Lara? Standing? Wer ist Enrique Lara? Wer ist Enrique Lara Standing? Kenne ich nicht. Hab ich das verpasst? Ich kann so nicht arbeiten. Da quäkt jemand immer. Kann mir jemand das abstellen? Boxenfunk abbrochen. Ja, das ist zumindest schon mal aufgegangen, die Sache, die beim letzten Mal, wie sie das probiert haben, hat es nicht funktioniert. Da kam kein Safety Car raus. Ich glaube, in Kapstadt war das irgendwann, wo sie mega durchgereicht wurde. Aber diesmal spielt es derweil in die Karten. Mal schauen, ob es auch reicht. Hat zumindest mal keiner genutzt, um reinzukommen. Aber es soll ja auch noch pissen. Das richtige Pissen kommt erst. Ich denke mal, der letzte Balken, der wird sein. Dann wird sich die Kamera reniert. Wahrscheinlich. Da wird sie wahrscheinlich nochmal Plätze verlieren. Könnte dann aber nochmal profitieren. Muss dann nochmal rein. So wäre die Theorie. Aber sie kann auf jeden Fall mal die Reifen richtig rausrotzen. Das ist ihr großer Vorteil. Und hat jetzt nur einen Platz an Schmidi verloren. Sie könnte eigentlich... Ja, aber wie weit kommt sie mit den Reifen, ist das Problem. Wie lange ist denn ungefähr die Phase, in der... Ja, das ist zu lang. Das ist zu lang. Leider, da wäre doch andere Reifen, weil... Vielleicht doch dieser eine Reifen sind. Nee, das ist zu lang. Also es ist zu nass in der Zeit. Bin ich mir ziemlich sicher. Also achtet... Drei Balken das eigentlich so richtig. Recht niedrig sind. Ja, täusch dich da mal nicht. Ja, aber wirklich wert auf jeden Fall. Also zumindest. Nee, da wird sie zu viel Zeit verlieren, glaube ich. Ja gut, bei Runde 7, da möchte sie ja eh noch draußen bleiben. Erst bei Runde 10 oder so werde ich sie reinholen. Da wo die drei niedrigen Balken sind, da auf Trocken fahren, genau, das ist ja der Plan. Doom haben wir es ja gemacht. Nach den drei niedrigen Balken kommen dann zu hohe Balken.
Die sind doch jetzt schon da, ihr Idiot. Halt die Fresse. Bin gespannt, ob es noch ein zweites Safety Car gibt. Was mich zur Frage führt, wen wird's denn zerlegen, Jocke? Hamilton. Okay. Meinst du jetzt den Real oder den hier? Sowohl als auch. Ich sag Ribeiro. Zwei Mittelfeld, Leute. Praktisch wäre natürlich, wenn es den Lipponen zerlegt, weil dann wäre die WM schon gelaufen für ihn. Ja. Da hinten wird es weniger vom Regen her, okay. Jetzt ist sie halt mal mega im Regen drinnen. Die Lara, jetzt wird sie Plätze verlieren erst im ersten Moment. Und wenn der Safety Car dann nochmal reinkommt, dann, ja, da bin ich mal gespannt. Für Lara wäre es jetzt am besten, wenn es nicht nochmal reinkommt in Runde 7. Die Reifen jetzt hochböllern. Ja. Ein guter Plan. So, und jetzt nach der Kurve können wir auch hier voll ballern. Und dann geht's wieder los. Oh, Lipponen zuckert da schon an, der mag da vorbei. The restart is now. Nein, aus! Bleib weg! Weg, weg, weg! Sackratte! Ich glaube, durchgereicht. Ja, oh ja. Oh ja. Nee, ihr wollt mich verarschen. Oh. Kabushaka. Ja. Ja. Das war das. Ja, mit vor Gericht, das ist viel zu gefährlich, was er mit mir macht. Wäre geil, wenn das jetzt da unten kommt, das als Meldung. Ich werde den Bernie Ekelhock. Ekelhock? Hierher berufen. Das kann so nicht weitergehen. Ja, ja, in Rüger, wenn ich dich vertreten soll, dann musst du aber schon hier mal. Ja, weißt schon, was du machen musst. Ja, genau das. Das wollen wir sehen, ja. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ricky erstmal in Führung. Sehr schön. So, dann könnte das zweite Safety Car mal so langsam rauskommen. Oder auch nicht mehr, weil jetzt wird es weniger. Es ist nur mehr feucht. Es ist nur mehr feucht. Es hat aufgehört zu regnen. Abstand 30 Sekunden da hinten bei der Lara. Wie sieht denn dabei seine Hochrechnung aus? Das ist eher eine Runterrechnung. 16 Punkte der Abstand. Das wäre der Titel. Für Ricky. Ihr wollt mich doch verarschen. Was mit mir? Warum ist kein Auge auf mir? Warte ich da raus. Klimpf. Funk wieder abgenutzt. Wollen wir reinkommen für trocken mit Ricky? Nee, oder? Mit Ricky wollen wir durchfahren. Dann würde ich jetzt lieber auf Nummer sicher sagen, erstmal. Nachteil ist halt, wir sehen halt nicht, ob die anderen reinkommen.
weil die ja alle sehr kurzfristig reinkommen, wenn es ein ungeplanter Stopp ist. Okay, er kommt nicht rein, die alte Lippe. So, und jetzt sollte langsam... Ja, jetzt verliert sie nichts mehr, genau. Jetzt ist der Moment da, wo sich's nichts mehr nimmt. Gut, gut. Gut, gut, gut. Meine Reifen... Ja, die schmelzen echt ein bisschen dahin, hast schon recht. Hast du recht, Mädel. Sag doch was. Womit darf ich mich verarschen? Ich trete euch so in die Eier, dass ihr in die Nasen hier wieder rauskommt. Jetzt ist eigentlich die Zeit, wo die Lara... die Fresse der Kraft. Jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt, wo die Lara durchsausen müsste. Auf Platz 2 zurück. Wollt ihr mich verarschen? Meine Reifen sind gleich durch. Du bist gleich durch, wenn du in die Box kommst. Na komm, überholen hier den Wenkfeld. Kann doch nix. Schluck meinen Staub, Danny. Jetzt ist er vorbei. Ricky kann wieder ein bisschen auspowern. Ja. Kann sich ein bisschen verteidigen gegen die Lippe. Eine Sekunde der Abstand. Och, fahr vorbei an der Sharp, danke. Ja, 27, die holt jetzt schön auf. Ja, da kannst du doch auch vorbeifahren, Mädel. Ist der Atem so schlimm von Mikhailovic oder was? Da fängst du wieder an. Mädel, gib Gas, hallo. Und da fährst du mit Stadtgas? Ja. Und dann? Och, hallo. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ach, ist jetzt für sie nächste sowieso die Runde letzte Runde. Ran. Was, die letzte Runde? Hab ich gewonnen? Endlich nach Hause? Ich will heute nicht mehr. Es ist alles so verregnet hier. Bah. Mir gefällt's hier nicht. So feucht. So, du gehst auf Ultra. Du gehst einfach auf Regenreifen und gut ist. Und da hat er es die Fresse. Naja, gut, bis auf die 13 hat sie es geschafft. Tja. Tja. Okay, lassen wir das mal so dahingestellt. 10 Plätze also verloren. So, jetzt noch Boxenstopp verkacken, okay. Nö, immerhin. Ich glaube, dann wäre sie wirklich ausgestiegen und hätte die Boxencrew mit Fischstäbchen zusammengeschlagen. Achso, warte mal. Wie lang halten die denn? 17 Runden, na gut. Kann sie auch vergessen, da durchzufahren. Wollt ihr mich verarschen? Oh, da hinten wird's nochmal nass. Mal schauen, wie nass noch. Ja, gibt's da vielleicht sogar wirklich noch einen Regen? Einen reinen Regen, okay. So, letzte Runde für Ricky, bevor er in die Box muss. Benzintechnisch ist er bei 0,0. Reinkommen. Ja, komm. Der Wenkfeld steht schon. Ist der erste planmäßige Stopp. Wie sieht's vom Benzin bei der Enrica aus? Hat ein bisschen Minus. Okay. Ja, Ricky. 3 Sekunden Vorsprung für Ricky vor Lipponen. Okay, nicht schlecht.
Die fahren erstmal noch weiter. Okay, gut. Gut, gut, gut. Sehr schön. Boing. Da wird sich Silvana aufregen. Ey, hat mir Platz gekostet. Okay. So, wie sieht's da hinten aus? Okay. Es geht auf Inter zu Ende. Ich glaube, es sieht halt dabei mal so aus. Ja, dann werden wir es nicht durchschaffen. Dann werden wir nochmal reinkommen müssen. Das heißt, wir können eigentlich alles rauslöten. Oder? Was ist deine Meinung? 16 Runden? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß, dass die Safety-Car-Phase, die noch dazwischen war, also eigentlich. Ja, das noch zusätzlich. Da werden wir mit Spahn nicht hinkommen, das heißt wirklich alles rauslöten erstmal. Und wenn dann so Musik bei 60% oder so und so langsam runterschalten, dass denn man auch nicht zu schnell rinkommt, dass man nachher keine Reserven denn den letzten Reifen zum Beispiel. Wenn es da hinten jetzt bei Runde 21 oder so angefangen hätte, mega zu pissen, dann hätte sich das Ganze nochmal, hätte ich das nochmal überdacht. Also, kann er erstmal rauslöten. Lippe ist an der Box und Schmidti. Na, da wird er wohl wieder gewartet haben, der Schmidt. Auf die Lippe. Oh, Lara, wie kann sie profitieren? Naja, okay. Okay. Immerhin. Platz 11 erstmal. Halt die Fresse. Ich will gar nichts hören von dir. Ja, ich weiß, du hast deinen Liebling. Diese holländische Fickfresse. Boah, wie fies das aber wäre, wenn der Graf zum Beispiel Meister wird und wird dann abgeworben nächstes Jahr von irgendwem. Und nimmt den Bonus an irgendein anderes Team mit, ey, ich würde kotzen. Hat die Enrika so, tja, ich hätte es nicht gemacht. Aber ich gehe jetzt auch, leck mich, tschüss. So, Abstand nach wie vor 3 Sekunden auf die Lippe, das heißt, da hat sich nichts getan. Der fährt auch auf ein bisschen mehr rauslöten. Bei denen kann ich mir auch schon wieder vorstellen, dass die wieder versuchen, so weit wie möglich zu kommen. Am Ende eventuell nochmal trocken. Da hört es auf zu regnen. Na, Lara, wie wär's? Wie wär's mit uns beiden? Bock auf Trockenreifen. Bock auf was Trockenes. Aber es sind leider nur diese 2 Balken, das wird nicht reichen. Ja. Bei 3 ist das schon wieder was anderes. Na, auf der 7, ja, nicht schlecht. Kann ja doch was, das Mädel. Aber natürlich gespannt, wie die KI das anlegt, ob die KI wirklich spart und mit dem einen Satz durchkommen möchte. Oder ob die auch nochmal reinkommen. Könnte ich mir bei der KI schon vorstellen, dass die durchfahren. Mhm. Aber die Reifen sind dann halt mega hinüber. Oder dass die die Taktik machen mit am Ende nochmal auf Trocken. Das kann auch sein, stimmt. Wenn die Reifen so durch sind, dass sie noch einen Stopp einlegen müssen, dann auf Trocken gehen. Wäre durchaus eine Idee. Ricky ist im Minusbereich. Enrique auch. Ich bin eine Frau. Und Beggis. Beggis, weit vorne. 5. Schöne Johnny auf der 9. Mhm. Schmidt auf der 4. Okay. Der Graf hat sich ein bisschen was rausgefahren. Jetzt fahren die auf einmal Bestzeiten, okay. Ihr habt aber schon gerade gemerkt, dass da trocken war, oder? Was habt ihr denn da gemacht? Ich
Kryptograf erreicht neue Bestzeit. Dann wurde es noch nicht angezeigt bei Lipponen, weil der war eigentlich schneller. Also, Ricky hatte sich persönlich verbessert, war altgrün, aber war jetzt nicht schneller. So, 44% bei der Lara. Jetzt mal auf normal zurück. Obwohl. Die halten eh so lang. Die kann wirklich alles rauslöten. Ist jetzt auch trocken? Nee, jetzt nicht. Erst am Ende. Na, bin ich mal sehr gespannt, was die KI macht. Das Rennen ist noch lange. Da war mal ein netter Vorsprung für den Ricky. Gut, 5 Sekunden. Rodriguez auf der 3. Lara und Rossini fahren hoch. Allein fahrend, mehr oder weniger. Wird zumindest nicht aufgehalten. Schaut aber auch nicht aus, als würden die besonders viel sparen. Lipponen fährt auf normal, Rodriguez sogar auf Power. Mhm. Na, mal schauen, ob die wirklich durchfahren wollen. Auch sehr interessant. Wenkfeld zum Beispiel die Reifen voll runtergerubbelt. Clark Smith, Mikhailovic auch. So, Enrique, eine Runde geht noch. Der Graf kann wieder eigentlich rauspowern. Ja, komm. Obwohl, eigentlich musste. Ja, komm. Weiß es nicht. Der Opponent fährt wieder die schnellste Runde. Mit einer Bestzeit im Sektor 2, aber nur für sich persönlich. Wieder Lipponen. Noch schneller. Da sieht man, das Gesamtpaket funktioniert einfach. Der Graf erstmal mit der schnellsten Runde. Schön. Ja, tatsächlich. Hat die Lipponen abgestaubt. Und jetzt kommt die Lara. Mal schauen, wer noch alles stoppt. Und auf was. Okay, hat gut funktioniert. Mit der 13, das hat auch gestimmt. Der Abstand zwischen 12 und 14 da. Kann so frei fahren jetzt. Ja, mega. Mega. Du Graf, 33%. Soll er jetzt schon rein? Oder nicht? Eine Runde geht noch gerade jetzt, wo er nochmal wieder einen guten Abschnitt hat. Könnte er nochmal eine Schnellrunde hinlegen. Ja, aber viel ist dann nicht mehr. Der fährt jetzt eigentlich schon noch voll. Theoretisch könnte er sich schon leisten jetzt rein. Holen wir jetzt rein, oder? Kette ist eine Runde später, sagt er, okay. Wie du meinst. Ist jetzt auf 33%. Ja, sie war ja erst davor auf 32. Ja, sie hat dann ein bisschen zurückschalten müssen und war da schon im roten Bereich. Und wenn er eh voll fahren kann für die Zeit, dann schicke ich ihn gleich rein. Und auf ausgewogen. Ja. Gerade den Ricky. So. Ein Splash and Dash und da kommt er wieder raus. Schön. Vorm Peggy. So. Tja. Jetzt liegt es an der KI, was sie machen. Wie wird dieses Rennen ausgehen? Wir sind durch mit den Stops. Aber wird die KI auch durchkommen? Abstand 19,8.
sollte langsam weniger werden, weil die voll auf Sparen fahren. 19,6, nicht viel weniger jetzt gerade. Nee, also man hat ja gesehen an den Zeiten gerade von Liponen, der konnte das mitgehen. Mhm. Also viel hat da nicht gefehlt. Vorsicht beim Benzin. Jetzt ist es richtig nass. Aber sollte keiner nutzen, um jetzt reinzukommen. Also nicht auf ganz auf die nee, blauen. Die versuchen. Jetzt ist schon wieder vorbei. Die werden durchfahren wollen. Ja. Also Rodriguez schafft es meiner Ansicht nach auch. Da sehen die Reifen bislang noch gut aus. 35% bei der Lippe. Der kriegt noch Probleme, aber ja, die kommen trotzdem noch gut durch. Das ist ja leider bei der KI so. Aber jetzt powern sie wieder raus. Da steht das einer. Der ist bald im roten Bereich, die Lippe. Ja, aber wie viel kann das Auto davon noch wieder gut machen? Jetzt ist es trocken. Ist ja leider bei Steinmann. 3 Runden noch und es ist trocken. Theoretisch hat die Lara nichts zu verlieren. Na, das wird nicht reichen für 3 Runden. Was sagst du? Probieren? Da geht ja eh keiner mehr in die Box. Soweit wie sie jetzt mit dem Stop zurückfällt, ob sie da noch irgendwas aufholen kann, groß. Sie ist jetzt 13. Verliert jetzt ja bei dem Stop nochmal. 3 Runden hat sie noch. Ach komm, die hat nichts mehr zu verlieren. Wollt ihr mich verarschen? Also gewinnen kann sie auch nicht mehr. Ihr wollt mich doch alle verarschen, oder? Das ist doch mal sowas von klar, was hier gespielt wird. Das wird ein grandioser Sieg, so wie es aussieht. Wenn es dabei bleibt, hat er nicht von Bonnen, wenn jetzt nicht die Reifen einbrechen. Aber wir müssen ja bei der KI. Ah, die Lara gewinnt das Ding noch. Sie verliert zumindest gerade nichts mehr. Und schau, ihr hat es nichts gekostet. Auf dem 13. Aber der Abstand ist jetzt halt. Ja. Dann bleibt die WM wohl spannend. Sehr spannend, ja. Naja, sehr spannend, würde ich sagen. Ja, wenn Rick am Ende letzte Rennen ausfällt, und Liponen führt. Dann wird doch die Lara als ja teamdienlich auf den ersten fahren, oder? Wie scheiße ist denn das bitte? Wie viel sind die Reifen bei Liponen? Jetzt ballern nochmal alle raus bei ihm. Bei Lara muss ich noch sparen. Was ist bei Liponen die Reifen? 16. Ja, 16 und die trotzdem, das bisschen, was Rodriguez da aufholt, oh, er hat ein bisschen bessere Reifen, aber da ist nichts zu holen. Das habe ich in den Kommentaren auch schon gelesen. Das ist so bescheuert. Der kann auch mit 0% wahrscheinlich noch Bestzeiten fahren. Schmidt, eventuell ist der noch drinnen. Pass auf die Benzin auf. Mhm. Oh, Lara rotzt alles raus. Wenn es einen Punkt für die schnellste Runde geben würde, war das laut, Jörg. Wenn es einen Punkt für die schnellste Runde geben würde, hätten wir den bekommen. Also die richtige Strategie fürs nächste Jahr zumindest. Ah, da ist die Dreckslippe durch. Das ist widerlich, ey. Fahren die alle aber auch die gleiche Strategie? Ja. Und das mit so wenig Prozent. Ohne was zu verlieren. 9%, Mikhailovic überhaupt nur noch auf der Felge.
Fahren die echt alle durch, ey. Krieg ich die Morten. Nee. Das versteht einer, wer will. Da sieht man, was das Fahrzeug so kann, der Steinmann. Wir brauchen keine Reifen, wir können auch so fahren. Ja. Tja. Wenn wir das machen mit 0%, glaube ich, uns überholen sie alle. Ja, bei uns würde ab 20% schon das anfangen. Hm. Ja. Interessant. Wankfeld ist der einzige, der sich da noch frische geholt hat. Okay. Ja. Wenigstens einer, den wir gut finden. nee, das war nicht wirklich ein erfolgreiches Unterfangen. Nee. Den Richter wird sich ärgern. Taktik. Und auch Rick. Ja. Aber ich finde immer noch, theoretisch hätte es aufgehen sollen mit dieser Strategie hier. Aber tja. KI und... KI sieht das echt anders. Die Strategie von der Lara war sehr gewagt. Die Entwickler sich dabei gedacht haben, dass man auf der Felge halt auch starke Zeiten fahren kann. Mhm. Na gut. Aber das ist halt echt mega übertrieben, der Vorteil von Steinmann. Ja, aber hast du auch gesehen, selbst Rodriguez dahinter, der war ja auch schon im roten Bereich, aber ist noch gut gefahren, also hat nicht so viel verloren. Gut, die Lara ist draußen aus dem Medienkampf. Dann entscheidet sich's zwischen Lipponen und der Graf. Keine Sorge, kleiner Mann, du kriegst noch deine Chance. Hab gerade gesehen, wie viel Gehalt Artem Mikhailovic von Jared Motorsport Group kriegt. Da wird mehr glatt schlecht, echte, kein Talent. Was ist denn überhaupt, hat er die viele Brücke da auf, ey? Echte, kein Geschmack. Hashtag SM. Hashtag Perücke. Hashtag Perücke bitte über Kiss Gesicht. Geht das? Ja, die Fahrwärme bleibt bis zum letzten Rennen spannend. Hashtag spannend. Neue Eigenschaft. Angefressen. Ja, was jetzt? Jetzt kommt sie auch drauf, dass sie ihn hasst, oder was? Na, oh Mann. Also, bei ihr dauert es immer ein bisschen länger. So wie du so jetzt behandelt hast, in dem Rennen, wundert es mich aber auch nicht. Dann sollte sie eigentlich uns hassen. Will nicht verlängern. Ist angepisst. So wie du es jetzt behandelt hast, ja, ja. Du wolltest das doch auch. Du hast auch gesagt, du willst das mal testen, diese Strategie. Wie es ist, wenn man oben auf ist, oben drauf sitzt. Wie soll es denn werden in Dubai? Hm, schade, kein Regen. Oh Mann. Na gut, aber dann war es das für den Part. Schaltet es auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es zum großen Finale nach Dubai geht. Wer wird die Fahrermeisterschaft holen? Der Graf oder die Lippe? Schaltet es auch beim nächsten Mal wieder ein. Und der Jockel hat die letzten Worte. Ja, es war nicht so ein erfolgreiches Rennen. Ach, der Jocker hat gar keine Worte, ich dreh's ab. Ah, war dieser Spruch hier. Kabum. Ja. 9 Punkte Unterschied zwischen der Graf und Lipponen. Wer wird's wohl machen? Das sehen wir in Double Dubai. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen und dann bis morgen. Mmh. Wollt ihr mich verarschen?